Kennst du das, dass du in deinem Leben etwas verändern möchtest, etwas Neues, Besseres, anderes erreichen möchtest, vielleicht dich selbstständig machen oder andere relevante Entscheidungen treffen, aber du bist dir nicht sicher? Vielleicht zweifelst du sogar. Dann lade ich dich ein, ab heute damit anzufangen, an deinen Zweifeln zu zweifeln, und ich sage dir in diesem Video auch warum. Mein Name ist Daniel Schäfer. Mein Leben ist voll von Veränderungen, sowohl beruflicher Art als auch in den vielen Unternehmen, die ich gegründet habe. Und ja, sie waren immer da, die Zweifel. Aber wenn du gelernt hast, diese Methode anzuwenden, die ich dir heute zeigen werde, dann wirst du schneller Entscheidungen treffen, schneller Veränderungen bewirken und vielleicht auch schneller die Ziele erreichen, die du dir so wünschst. Schauen wir uns als allererstes mal das Wort Zweifel an. Wenn du genau hinschaust, wirst du drin sehen, dass dort eine Zahl drin versteckt ist, nämlich die Zahl 2. Das eine ist, was die Menschen kennen, ist ihre bekannte Welt. Also da, wo sie die letzten Jahre und Jahrzehnte verbracht haben. Ihre Gewohnheiten, ihre Verhaltensweisen, all das, was sie kennen, was so schön sicher erscheint und vielleicht auch bequem ist. Auf der anderen Seite wiederum haben wir das Ziel, was in der Regel außerhalb der bekannten Welt liegt. Man war meistens noch nicht da. Man war meistens noch nicht so top durchtrainiert, wie man es vielleicht sein will. Man war vielleicht noch nicht der Existenzgründer, der man sein will. Oder man hat diese oder andere Fähigkeit noch gar nicht umgesetzt und die entsprechenden Ziele erreicht. Das bedeutet, ein Mensch im Zweifel hat mindestens 2 Alternativen, zwischen denen er sich entscheiden muss. Das Problem an der Sache ist, dass unser Gehirn sich lieber dort aufhält, wo schon immer war. Denn dort hast du bisher überlebt. Und dort ist es vielleicht unsicher, vielleicht gefährlich, vielleicht wirst du nie ankommen, vielleicht wirst du alles verlieren. Das sind die Fragen, die dein Gehirn davon abhalten, dir Energie zu geben, deinen Kontext zu verlassen. Wir können also hier ein Zwischenfazit ziehen. Zurzeit ist es so, dass dein Gehirn, dein Unterbewusstsein dir nicht die Energie gibt, deinen Kontext, deine bekannte Welt zu verlassen. Für dein Gehirn ist es sicherer und bequemer und energiesparender, dort zu bleiben, wo du immer warst. Und wenn du das nicht änderst, wirst du den Rest deines Lebens dort verbleiben. Es geht also letztlich darum, dass du dich selbst veränderst in Bezug auf Wahrnehmung dieser beiden Kontexte. Es gilt also hier, genau die Umkehrung zu schaffen, dass dein Gehirn schnellstmöglich motiviert ist, die bekannte Welt zu verlassen, das Unbekannte zu erreichen. Und eine Methode ist natürlich, indem du nicht mehr das Ziel in Zweifel setzt und sagst, soll ich da bleiben oder hier verbleiben, sondern dass du anzweifelst, also kritisch hinterfragst, macht es überhaupt Sinn, in deiner bekannten Welt zu bleiben? Zweifel an den Zweifeln bedeutet also, kritisch zu hinterfragen, an diesen beiden Situationen, weshalb du hier wirklich verbleiben solltest und was die Nachteile sind, wenn du hier bleibst, und auf der anderen Seite anzuzweifeln, weshalb du das nicht erreichen solltest. Was spricht denn wirklich dagegen, dass du dein Ziel erreichst? Was wäre anders, wenn du dein Ziel erreicht hättest? Was sind die Vorteile, wenn du dein Ziel bleibst? Und was sind die Nachteile, wenn du dauerhaft in deiner bekannten Welt bleibst? Das gilt es alles schriftlich zu verfassen. Am besten dir zu visualisieren und mit Emotionen zu versetzen, welche Bedeutung es hat, wenn du hier verbleibst und das nicht erreichst. Und was bedeutet es, wenn du das erreicht hast und das endlich hinter dich gelassen hast? Das bedeutet, du hast heute eine Bewertung deiner Situation, deiner bekannten Welt, und die scheint besser zu sein als deine zukünftige Welt. Und darin gilt es zu zweifeln. Und zweifle so lange, bis deine zukünftige Welt, dein Gehirn plausibler, wertvoller, sicherer, freudvoller, ressourcenreicher erscheint als die derzeitige Welt. Und genau das ist, was gute Coaches oder Mentoren machen. Sie stellen dir nämlich die richtigen Fragen aus einer neuen Perspektive. Nämlich aus der Perspektive, dass du dieses Ziel erreicht hast, dass du diese Dinge umgesetzt hast, dass du die entsprechenden Ressourcen hier erschlossen hast. Und sie stellen dir auch Fragen, was es bedeutet, wenn du hier bleibst und immer älter wirst, dicker, armer, demotivierter und schließlich mit dem Leben immer unzufriedener. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, wie du an deinen Zweifeln zweifeln kannst. Du kannst dich selbst natürlich trainieren und gute Ausbildungen machen und dich mit dir selbst auseinandersetzen, dir vielleicht eine Frageliste schreiben und die schriftlich daneben beantworten. Das ist aber herausfordernd. Deshalb habe auch ich als Coach gerne Mentoren und Coaches auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen, die mir genau diese Frage stellen, mich dann angucken, das mitschreiben und wiederholen, ob sie mich richtig verstanden haben, dass diese Welt besser ist als diese Welt, und dann auch gleich die nächste Frage stellen, die mir hilft, die Zukunft in meinem Unterbewusstsein, also im Gehirn, zu konstruieren. Das Gute ist, was ein guter Coach oder Mentor auch ausmacht, er hinterfragt das auch alles. Er stellt das plausibel auf ein sicheres Fundament. Er hilft uns, auch die Zukunft, die neue Welt,
die neuen Gedanken zu überprüfen, abzugleichen mit unseren Wertmaßstäben. Nicht, dass wir in die falsche Richtung marschieren. Auch kann ein guter Coach und Mentor uns dabei helfen, auch Fristen hier festzusetzen, einen Plan vom Ist zu Soll zu machen und das aufzuschreiben. Ein guter Coach und Mentor wird auch fragen, bis wann wir dann den nächsten Schritt erreicht haben wollen. Er wird uns dann auch zur Verfügung stehen, wenn wir das wollen, wenn diese Frist abgelaufen ist, und fragen, hast du dein Ziel erreicht? Wenn nicht, was hat dich davon abgehalten? Wie könntest du das korrigieren? Und wenn ja, was wäre der nächste Schritt? Also Zweifel in Form von kritischen Infragestellungen machen dann Sinn, wenn dein Gehirn bisher noch glaubt, dass es eigentlich ja gar nicht so schlimm ist, wie es gerade ist, und dass das Ziel ja viel zu riskant sein könnte, wenn du deine bekannte Welt aufgibst. Denn beides wird schwerlich möglich sein, mit einem Fuß in der Schweiz und gleichzeitig dann über Frankreich nach Spanien einzureisen. Du musst deine Welt, dein Land verlassen, um neue Ländereien zu erschließen. Also Zweifeln machen Sinn, wenn du das Alte anzweifelst. Und Zweifel machen konstruktiv dann Sinn, wenn du das Neue dir vergegenwärtigst, die Vorteile sichtbar machst, zumindest vor dem geistigen Auge. Und du wirst dann feststellen, dass Zug um Zug die reale Welt sich anpassen wird, sodass du in einer neuen Welt lebst, wo du deine Ziele erreicht hast. Gerne kannst du an dieser Stelle auch Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn in unserem Team sind über 30 Berater, aber auch Coaches dabei, die Interesse haben, dich dabei persönlich zu begleiten, deine neue Welt zu definieren, dabei begleiten, deine alte Welt zu verlassen und schließlich auch auf dem Weg vom Alten zum Neuen. Gerne aber kannst du jetzt auch Daumen hoch machen, das Video liken, den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und such dir einen guten Coach und Mentor und gerne auch aus unserem Team. Dein Daniel Schäfer.